Ich glaube, das ist ein Lobbyistenargument von sehr kapitalkräftigen, sehr reichen Leuten, die Menschen, mit denen sie sonst nie wirklich persönlich reden und die ganz wenige Aktien haben, als Argument benutzen, um ihre Besteuerung zu verhindern. Willkommen zu Teil 2 des Olaf Scholz Interviews. Teil 1 findet ihr hier oben im i auch nochmal verlinkt, falls ihr da reinschauen möchtet oder vielleicht habt ihr es ja bereits auch schon gesehen. Im zweiten Teil spreche ich mit ihm vor allem über die Transaktionssteuer. Das war ein Thema, was euch sehr stark interessiert hat und ich kann eines jetzt schon mal verraten, ich habe es gerade schon im Teaser gesehen, er wird sehr emotional, also das Thema ist zumindest etwas, was ihn selbst sehr bewegt. Aber schaut selbst rein, hier sind eure Fragen an Olaf Scholz. Vorname, Nachname, so ist der Username, fragt, Menschen wie Sie sind für ihn ein Grund, warum die SPD unwählbar ist. Können Sie denn solche Aussagen nachvollziehen? Ich kann das akzeptieren, dass man diese Ansicht hat, wir leben in einer Demokratie. Aber ich will ausdrücklich sagen, dass aus meiner Sicht das, was man in einer solchen Situation erwarten kann, nämlich ganz klare Aufklärung und die Bereitschaft, schnell und mit großer Energie neue Gesetze zu organisieren, die eine bessere Aufsicht möglich machen, das ist, was man von einem Politiker in Verantwortung erwarten darf. Und genau das habe ich gemacht und so werde ich auch immer handeln. Kommen wir mal auf ein anderes Thema, was fast sogar noch, es gab zwei große Themen, Wirecard und die Transaktionssteuer. Das war am meisten gefragt in den Kommentaren. Ihre geplante Transaktionssteuer zielt in ihrer Ausgestaltung fast ausschließlich auf Privatanleger, die verstärkt Aktien zur Altersvorsorge nutzen, spart Derivate und Hochfrequenzhandel jedoch aus. Private Vorsorge wird immer wichtiger, also aktuell bei sinkenden Renten. Und deswegen will Studentenfutter eben wissen, welches Ziel sie eigentlich konkret mit der Transaktionssteuer verfolgen. Ich finde sehr interessant, dass es im Netz eine ganze Reihe von Leuten gibt, die in dem Augenblick, als es das erste Mal drohte, ernst zu werden mit der Erhebung einer Finanztransaktionssteuer, sich gemeldet haben. Und ich habe das Gefühl, dass da manche Argumente nicht stimmen und würde manchen auch gern mal persönlich kennenlernen, nämlich was eigentlich die so machen. Das will ich gerne da ausdrücklich sagen. Kennenlernen, das ist schwer umzusetzen jetzt, aber zumindest können Sie antworten auf das. Ja, ich kann antworten. Ich will nur sagen, da sind welche, wo ich gedacht habe, das habe ich doch eben bei der Lobby des Aktienverbandes gelesen und das ist jetzt in ein flauschiges Argument übersetzt worden. Also die meisten Aktien werden gekauft von großen Fonds. Und jetzt müssen immer Leute, die 4 Aktien besitzen und sich noch eine 5. kaufen wollen, herhalten, um eine Besteuerung dieser großen Aktienkäufer, die Milliarden jedes Jahr investieren, zu verhindern. Ich glaube, wir sollten uns die Sache einmal umgekehrt erklären. Es ist doch so, wenn ich ein Brötchen kaufe, dann muss ich Mehrwertsteuer zahlen. Wenn ich ein Buch kaufe, muss ich das tun. Für fast jedes Geschäft des Alltags muss ich eine solche Steuer entrichten. Mal höher, mal niedriger, aber sie ist immer da. Und eine viel, viel, viel niedrigere Steuer, um die es hier geht, die ganz wenige Cent nur bei einem Aktienkauf in manchen Fällen auslöst, die soll jetzt dazu führen, dass man das Geschäft nicht tätigt, während man sonst Häuser, Autos, Brötchen, Bücher mit einer solchen Steuer belegt kauft. Ich glaube, das ist ein Lobbyistenargument von sehr kapitalkräftigen, sehr reichen Leuten, die Menschen, mit denen sie sonst nie wirklich persönlich reden und die ganz wenige Aktien haben, als Argument benutzen, um ihre Besteuerung zu verhindern. Tatsächlich ist es so, in Frankreich wird die Steuer erhoben, in Großbritannien wird die Steuer erhoben, in Italien wird die Steuer erhoben, in Spanien wird die Steuer erhoben, bei uns nicht. Und die Frage ist, warum machen wir das nicht? Ich sage, weil da mächtige, reiche Lobbyisten hinterstecken, die das verhindern und die Macht hatten, immer wieder auf andere zu drücken, dass das verhindert wird. Und das komischste Argument in dieser Sache, das ist, ja, wir machen das gerne, sagt mein Koalitionspartner, aber nur, wenn Europa viele mitmachen. So, da ja Frankreich schon mitmacht und Belgien schon mitmacht und Italien schon mitmacht und Spanien noch schon mitmacht und damit der größte Teil des Handels abgedeckt wäre, wenn auch wir noch mitmachten, muss man jetzt Länder, in denen es kaum einen Aktienhandel gibt, wie die Slowakei oder Slowenien, überzeugen, dass sie auch mitmachen, damit mein konservativer Koalitionspartner sagen kann, ja, dann können wir es machen. Die Wahrheit ist, das ist ein vorgeschobenes Argument. Sie wollen das, was selbstverständlich ist und auf der halben Welt, wo viele Aktien gehandelt werden, das ganz normale, und zwar auch Ländern, in denen gar nicht das Steuerzahlen sonst so üblich ist. Das wollen sie dort nicht. Und ich sage nochmal, es sind mächtige Lobbyisten, die hinter dieser Kampagne und diesen Argumenten stecken. So oder so, ob ich
bin mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich unsicher, ob Lobbyisten in meinen Kommentaren sich umtreiben und extra irgendwelche Bots darauf schießen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Studentenfutter. Ja. Wollen wir sehen, wer Studentenfutter ist. Nichtsdestotrotz eine zweite Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, von Claudio Gentil, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, auch mehr als 300 Likes bekommen für die Frage: Warum reden Sie eigentlich immer davon, dass Spekulationen an den Finanzmärkten besteuert werden, tun aber genau das Gegenteil von dem, was sinnvoll wäre? Warum setzen Sie nicht zum Beispiel Anreize zum langfristigen Investieren und Sparen, beispielsweise eine Steuerbefreiung von Kapitalerträgen nach mindestens 5 Jahren Haltedauer, beispielsweise? Noch so ein Argument für sehr reiche Leute, die sich sehr darüber ärgern, dass eines der größten Steuerschlupflöcher, das es in Deutschland viele Jahre gegeben hat, nämlich dass man, wenn man viel Geld in Aktien angelegt hat, den Wertzuwachs, der da stattgefunden hat, nach ein paar Jahren praktisch steuerfrei kassieren konnte, dass diese Sache abgeschafft wurde. Und das sage ich hier ganz klar. Die Leute, die das fragen, setzen sich nicht für Leute ein, die 8 Aktien besitzen, sondern für Leute, die 10.000 Aktien besitzen. Und das ist ehrlicherweise das Gegenteil von gerecht und fair. Seht ihr das eigentlich ähnlich wie Olaf Scholz mit der Transaktionssteuer? Ist das ein Lobbyargument oder nicht? Schreibt mir auch das mal unten in die Kommentare. Ach so, und viele von euch haben noch nicht abonniert, deswegen jetzt auf diesen roten Button klicken. Ich finde, man merkt so oder so, je nachdem, auf welcher Seite man da jetzt steht, sie sind da auf jeden Fall sehr engagiert und sehr emotional, wenn es um dieses Aktienthema geht. Aber schauen wir mal auf ein paar andere Themen noch, die wir, ich habe noch 4, 5 Fragen von Joshua zum Beispiel. Der fragt nämlich, was sind eigentlich ihre wirklich konkreten Vorschläge? In der Community wurde auch betont, jemand anderes hatte kommentiert und die Betonung liegt auf konkret, Vorschläge in der Umwelt- und Klimapolitik, damit Deutschland wie vereinbart bis 2050 klimaneutral wird. Einige sagen ja, dass das auch schon zu spät sei. Nichtsdestotrotz, vielleicht können Sie ja 3 Punkte nennen in einer Welt, in der die SPD alleine regiert. Erstens, ich möchte, dass wir den Klimawandel aufhalten, indem wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Offshore-Windenergie, Onshore-Windenergie und Solarenergie. Klare Ansage. Da kann man sich nicht so sicher sein, dass eine bestimmte politische Farbe auch sicherstellt, dass es mehr Windkraftanlagen gibt, die zugelassen werden. In Baden-Württemberg und in Hessen sind das zum Beispiel sehr, sehr wenige gegenwärtig. Wenn ich das alleine bestimmen kann, werden viel mehr zugelassen, als das heute der Fall ist. Und wir dürfen auch nicht so langsam bleiben beim Ausbau unseres Stromnetzes. Denn wenn wir auf erneuerbare Energien setzen und Solarenergie und Windenergie einsetzen, dann bedeutet das ja auch, dass der Strom produziert wird, wenn die Natur uns das möglich macht. Und das muss man dann über ganz Deutschland gut verteilen können. Zumal zum Beispiel Offshore-Windenergie eben an der Nordseeküste und der Ostseeküste entsteht und deshalb in den Süden unseres Landes, wo große Industrieunternehmen sind, gebracht werden muss. Ich bin dafür, dass wir den industriellen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft schaffen. Ich bin dafür, dass wir die Elektrifizierung der Mobilität voranbringen, indem wir alles dafür tun, dass zum Beispiel die Fahrzeuge elektrisch fahren können, dass wir sicherstellen, dass das auch für den öffentlichen Verkehr gibt. Als ich einmal Bürgermeister war, habe ich gesagt, ab 2020 werden keine Busse mehr gekauft, die noch Emissionen haben. Das hat in Deutschland Auswirkungen gehabt bei den Anbietern und das geschieht dort jetzt auch. In der Stadt, in der ich Verantwortung hatte, als grundlegende Richtung. Und wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass wenn wir solche Mobilitätsentscheidungen treffen und jetzt Milliarden investiert werden von den Unternehmen der Lkw-Industrie, der Pkw-Industrie, dass wir dann und der Busindustrie, dass wir dann auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur dazu passt. Wir brauchen viel mehr Ladesäulen, als es heute in Deutschland der Fall ist. Das muss eine gemeinsame Anstrengung sein und nicht irgendwelche rhetorischen Aufrufe, Förderprogramme und nichts geschieht. Wir brauchen 1 Million Ladepunkte und nicht die wenigen, die wir gegenwärtig haben. Damit sind schon ein paar Punkte genannt, die ganz konkret dazu beitragen, dass Deutschland klimaneutral wirtschaften kann und eine der führenden Industrienationen mit guten Arbeitsplätzen bleibt. Dirk und Heldengrab wollten beide wissen, würden Sie eigentlich, unabhängig davon, ob Sie Kanzler werden oder nicht, das können Sie auch beantworten als jetziger Minister oder als Ihre jetzige Person, würden Sie eigentlich Edward Snowden Asyl in Deutschland anbieten oder gewähren? Ich glaube nicht, dass er gegenwärtig Asyl braucht. Er hat in Großbritannien Asyl bekommen und ist jetzt in einem Verfahren, das sehr schwierig ist, was die Auslieferung betrifft. Entschuldigung, ich habe dich nochmal die Frage. Ich glaube, Sie waren glaube ich, bei Assange gerade. Aber können wir beides beantworten? Also erst einmal Edward Snowden, der ja momentan in Russland ist. Würden Sie ihm denn Asyl anbieten, dass er nach Deutschland kommen könnte?
Ich glaube, dass es eine Möglichkeit sein geben muss, dass er Sicherheit hat. Und deshalb würde in dem Fall, dass es nicht möglich ist, dass er weiter sicher sein kann, auch anderen Ländern die Notwendigkeit entstehen, solche Sicherheit zu bieten. Ich glaube, das wäre ein möglicher Schritt. Dann gehen wir mal zu Assange kurz über. Also auch weil Robert Habeck sich da bei Thilo Jung erst vor kurzem, ja, erst mit einem vielleicht und dann mit einem doch deutlicheren Antwort dann preis oder hingestellt hat. Wie ist da Ihre Haltung? Ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, was ich in den Zeitungen gelesen habe über das Verfahren, dass es nicht richtig ist, dass er jetzt in Untersuchungshaft ist. Das ist ja der Fall, in Auslieferungshaft genauer gesagt. Und dass er eine Möglichkeit haben müsste, in Großbritannien Asyl zu bekommen. Das war jetzt keine ganz so deutliche Antwort. Ich fand sie Also, sehr klar. Sie lassen sich auf kein Ja oder Nein sozusagen. Die Frage war, ob die Auslieferungshaft gerechtfertigt ist. Ich habe mir das, was in der Die Berichterstattung Frage darüber war, gelesen war, meine Frage, würden habe Sie ich mir Julian durchgelesen und Assange meine Meinung Asyl war, gewähren? als Leser all dieser Informationen, dafür spricht nicht so viel. Okay, also eher ein Nein in dem Fall. Und das letzte Frage, bevor Sie los müssen oder bevor, glaube ich, das nächste Teil von dann ansteht, etwas Unverfänglicheres, glaube ich. Ole wollte nämlich noch wissen, wie stehen Sie eigentlich zur Lebensmittelverschwendung in Deutschland und spezieller, genauer dazu, dass Containern in Deutschland immer noch verboten ist. In Frankreich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist es ja erlaubt. Würde es mit Ihnen denn eigentlich Containern oder würden Sie denn eigentlich Containern erlauben wollen? Ich bin gegen Lebensmittelverschwendung und deshalb bin ich dafür, dass man versucht, die Verschwendung von Lebensmitteln dadurch, dass die Sachen einfach weggeschmissen werden, zu verhindern. Ich möchte nicht, dass jetzt Müllcontainer durchsucht werden. Das, glaube ich, sollten wir verhindern, sondern eine bessere Regelung finden. Also Containern eher nein, um das zusammenzufassen. Ja. Super, vielen lieben Dank für Ihre Antworten und für Ihre Zeit. Ich finde, bei einigen Punkten, ich finde vor allem bei dem Punkt Aktien, da konnte man zumindest merken, wie gesagt, je nachdem, auf welcher Seite man nun steht, Sie waren auf jeden Fall sehr engagiert und sehr emotional, was das betrifft. Und bin ich mal gespannt, was die Community dazu zu sagen hat. Schönen Dank. Soweit also Teil 2 des Interviews. Falls ihr nochmal den ersten Teil reinschauen wollt, dann könnt ihr das genau hier machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin und bis dann.